Wir schreiben das Jahr 2011. Die 10C der Sebastian-Lotzer-Realschule in Memmingen hat Deutschunterricht. Weil in der Schule schon seit Jahren akuter Raummangel herrscht, ist die Abschlussklasse in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht. Doch halt! War das vor knapp 5 Jahren nicht auch der Fall? Tatsächlich wurden auch im Oktober 2006 hier schon Schüler unterrichtet. Schon damals haben wir über das Raumproblem berichtet. Seitdem hat sich nicht viel getan in der städtischen Realschule. Noch immer gibt es zu viele Schüler in zu wenig Räumen. Noch immer drängen sich Kinder und Jugendliche auf der Treppe. Ja, also wir haben zurzeit knapp über 650 Schüler hier an der Schule. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir total überfüllt sind. Also wir sind voll bis unter das Dach. Wir haben also jeglichen Raum, jegliche Kammer als Klassenraum hergenommen. Sogar die ehemalige Hausmeisterwohnung ist in Betrieb. Und wir haben jetzt eine Situation, vor 2 Jahren mussten wir sogar noch Schüler auslagern. Jetzt haben wir eine Situation, dass wir wirklich alle Schüler hier im Schulgebäude haben. Aber wir sind natürlich voll bis unter das Dach. Seit Jahren heißt es deshalb, die städtische Realschule soll ein neues Gebäude bekommen. Die Investitionen in das jetzige Gebäude sind dementsprechend dürftig. Aber nicht nur die Räume an sich laden nicht gerade zum Lernen ein. Es fehlt auch an Fachräumen, beispielsweise für Biologie oder Physik. Das ist eben ein großes Manko bei uns und auch etwas, was man jetzt natürlich im Vergleich zur staatlichen, neu gebauten staatlichen Realschule sehr deutlich spürt, dass ein moderner, zeitgemäßer Unterricht, der mit praxisnahen Schülerversuchen auch stattfinden sollte, eben bei uns nur sehr beschränkt möglich ist, weil einfach diese technische Ausstattung eben gar nicht vorhanden ist. Der Elternbeirat, allen voran die Vorsitzende Heike Essmann, bemängelt das Raumproblem schon seit längerem. Ein Gutachten, das die Stadt 2007 in Auftrag gegeben hatte, bescheinigte schon damals, dass die Sebastian-Lotzer-Schule viel zu klein ist. Wir Eltern sind der Meinung, dass sich jetzt was ändern muss, weil sich die Stadt bereits 2007 verpflichtet hat, die städtische Realschule zeitnah zur staatlichen Realschule neu zu bauen. Jetzt ist die staatliche Realschule letztes Jahr im Januar eingezogen und für die städtische Realschule steht noch nicht mal ein Baubeginn fest. Also wir fordern einen konkreten Zeitplan und dass die Schule auch 2012, 2013 zum Schuljahresbeginn spätestens fertig ist. Im März wird der Stadtrat über den Haushalt abstimmen. Wenn die Volksvertreter den Bauetat für die Schule absegnen, kann endlich gebaut werden. Oberbürgermeister Ivo Holzinger geht von einer 2-jährigen Bauzeit aus, bis das 18-Millionen-Euro-Projekt fertig ist. Es wird in diesem Jahr, im späten Frühjahr, mit Sicherheit losgehen. Also was auch die Baulichkeit losgeht. Aber das ist an sich meines Erachtens nicht das Problem, ob man dann ein Vierteljahr früher oder später fertig wird, sondern es muss eine ordentliche Planung sein. Es muss auch abgestimmt sein mit Angeboten der staatlichen Realschule. Es wäre ja unsinnig, praktisch zweimal Küchen oder zweimal Mittagsverpflegung an 2 Schulen, die nebeneinander stehen, einzubauen, sondern das muss man auch noch abstimmen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Noch ist davon aber nicht viel zu sehen. Und so bleibt den Schülern der Sebastian-Lotzer-Realschule das Gefühl, auf den Gängen und in den Räumen eingepfercht zu sein.